Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Haul für dich und zwar habe ich hier Produkte, die ich bei Amazon geshoppt habe und ich habe Produkte, die ich von Chiquel zugeschickt bekommen habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den Produkten an, die ich von Chiquel zugeschickt bekommen habe. Da darf ich mir immer aus dem Online-Shop so Kleidung aussuchen. Die haben Kleidung in ihrem Online-Shop. Ein richtig cooler Shop aus Schweden. Und ja, ne, da konnte ich mir jetzt das ein oder andere aussuchen. Die Lieferung geht immer unfassbar schnell und ich habe auch einen Gutscheincode für dich, der kannst du 20% mit sparen. Den blende ich dir hier auch nochmal ein und der steht auch in der Infobox und ja, ne? Die haben immer Kollektionen, das heißt, die Produkte, die dort zu sehen sind, sind nicht jetzt irgendwie übers ganze Jahr dort zu kaufen. Du kannst sie dann wirklich, weil die halt nur eine geringe Auflage haben, immer über einen gewissen Zeitraum kaufen, bis sie halt ausverkauft sind. Das heißt, auch was ich dir jetzt zeige, kann sein, dass es gegebenenfalls nicht mehr verfügbar ist, aber es gibt immer noch ähnliche Teile oder in anderen Farben oder so. Ich habe hauptsächlich die Größe 38 oder M, aber ich blende das auf jeden Fall auch nochmal mit ein. Dann kannst du auch genau sehen, was es halt quasi für eine Größe ist. Ja, und wir fangen erstmal mit genau dem Teil an, was ich gerade trage. Und zwar ist es so ein richtig geiler Flauschi-Pulli. Also das muss ich wirklich nochmal zeigen. Also der ist halt cropped, also der ist hier so ein bisschen bauchfrei. Sieht man auch ein bisschen Haut bei mir. Genau, und ja, der ist halt so mit so einem Rundhalsausschnitt, nicht zu tief ausgeschnitten, aber auch nicht zu hoch. Ich mag das ja nicht, wenn ich so Rollkragenpullover oder sowas trage. Der hat hier so ganz niedliche Puffärmelchen, finde ich echt total hübsch. Und das ist so, ich weiß nicht, es ist so Frühling-Herbst-Oberteil oder halt Winter im Büro. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das finde ich total super. Und der ist halt wirklich flauschig, ne? Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera erkennen kann, aber es ist halt richtig flauschig und mir gefällt das unfassbar gut. Der ist schön figurbetont, also das muss man halt auch so sagen, ne? Das, betont die Figur ganz gut. Ich müsste dazu, wenn ich das im Büro antrage, natürlich irgendwie eine Hose anziehen, die Highwaist ist. Ne? Jetzt habe ich gerade einen Rock an, aber irgendwie irgendwas, was quasi damit abschließt. Oder halt einen hohen Rock anziehen oder sowas. Weil bauchfrei brauche ich jetzt im Büro nicht unbedingt auftauchen. Genau, den finde ich unfassbar schön. Ich mag den richtig gerne und habe mich direkt drin verliebt, als ich den angezogen habe das erste Mal. Ich habe das auch schon auf der Homepage geil gefunden. Aber so muss ich sagen, finde ich den sogar noch schöner. Von den Ärmchen her, Ärmchen vor allem, von den Armen her, hat er hier so einen Gummibund. Das heißt, das rutscht dir nicht hoch, das rutscht dir nicht runter. Das bleibt halt genau da, wo es hingehört. Und ja, ne, macht halt hier diese Ärmelchen so ein bisschen weiter. Ich sag schon wieder Ärmelchen. Die Arme so ein bisschen weiter, finde ich aber richtig schön. Und der ist halt sehr weiblich und sehr schön. Und den gibt es halt auch noch in anderen Farben. Aber in Grau finde ich den persönlich für mich ganz, ganz klasse. Ich mag den. Das nächste Teil, das habe ich jetzt auch gerade an. Ist ein bisschen durchsichtig, aber wir kommen damit klar, hoffe ich. Und zwar ist das ein Rock. Genau, so schaut der Rock aus. Das ist halt ein ganz, ganz langer Rock und der hat tatsächlich hier sogar Taschen. Und das liebe ich ungemein. Wie gesagt, der ist ein bisschen durchsichtig, aber ja, muss man halt eine hautfarbene oder weiße Unterbüchse drunter ziehen und dann passt das schon, ne? Aber ich finde den total schön. Ich mag den Stoff auch richtig gerne. Der ist halt auch nicht zu dünn. Wird dich aber im Sommer auch ein bisschen fluffig kühler halten. Das heißt, das ist auch so ein Übergangsrock, um das mal so zu sagen. Heißt, glaube ich, Honeymoon-Rock. Finde ich richtig schön. Also. Und der ist so schön Walle-Walle-mäßig. Ne? Finde ich total klasse. Mir gefällt der auch richtig gut. So sieht der quasi ausgezogen aus. Also vom Stoff her auch richtig schön. Und halt so, ne, Walle-Walle-mäßig mag ich richtig gerne. Hier haben wir das nächste Teil und das passt halt hier mit diesem Oberteil ganz gut. Also das kannst du auch sehr gut zu diesen ganzen Cropped-Oberteilen tragen. Und zwar ist das so eine richtige High-Waist-Shorts, würde ich mal so sagen. Hat hier richtig große Taschen, die ich irre cool finde. Von hinten, ja, ne? Sieht halt auch ganz schick aus, da kann man sich nicht beschweren. Macht dir jetzt nicht den Ultra-Knackpo, aber ich finde den, ne, den Schnitt eigentlich ganz witzig. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mir heute endlich mal wieder die Beine rasiert habe. Ich bin im Winter echt ein Beinerasiermuffel, Leute. Man sieht sie nicht. Warum sollte ich sie rasieren? Aber gut, ich steige mal wieder auf mein Podest, auch bekannt als Stuhl. ich glaube, ich bewege die Kamera mal.
Ja, so sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Genau, also ich finde den Schnitt von der Hose einfach total chillig. Also für mich auf jeden Fall bürotauglich. Ich finde es so cool, dass es hier oben einfach so entspannt gummizugmäßig ist, ne? Und dass die auch ein bisschen höher sitzt, finde ich auch irgendwie ganz cool. Du könntest hier auch noch einen dekorativ gesehenen Gürtel mit hinmachen. Aber an sich, ich finde die voll schick. Ich könnte die auf jeden Fall im Büro tragen. Und ja, weil sie halt auch einfach so luftig ist, ne? Das ist so eine schöne Sommerhose oder auch für den Frühling, wenn da mal ein warmer Frühlingstag ist. Finde ich echt cool. Und vor allem feiere ich diese riesengroßen Taschen, die echt bis hier unten gehen, ne? Ja, und Gicquel hat natürlich auch so Sportkleidung, Chillkleidung. Ich bin ja eher Team Chill und weniger Team Sport. Also habe ich mir etwas Chilliges ausgesucht. Natürlich kannst du damit auch Sport machen gehen, ne? Das ist einfach eine wunderschöne, fliederfarbene Chillhose oder auch Jogginghose, je nachdem, wie man es möchte, ne? Du hast hier auch unten so Bündchen, ne? Ob man die mag oder nicht, das sei jedem selber überlassen. Ich mag es eigentlich wohl ganz gerne. Das ist dann ganz entspannt. Es rutscht dir nirgendwo hin. Es hat hier so ganz chillige Taschen und ja, ich fühle mich auch gerade sehr chillig in diesem Outfit, auch wenn es ein bisschen bauchfrei ist. Also dieser Part wird dann vielleicht kalt, aber dadurch, dass es hier oben so flauschig ist und hier unten auch so dick vom Material, fühle ich mich gerade extrem tiefenentspannt. Und natürlich binden wir uns hier ein Schleifchen, weil das ist viel hübscher. Guck mal, wie niedlich das aussieht. Jetzt weißt du auch, was für eine Art Hosen ich hier eigentlich immer so trage, wenn ich hier sitze und mich hübsch mache und schminke und fertig mache. Genau solche Hosen. Ich liebe es. Also, wenn du Lust drauf hast, dann schau einfach mal bei Gicquel vorbei. Genau, da kannst, also die Klamotten, die ich hier habe, die vier Teile, habe ich dir auch auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt. Und ich könnte den ganzen Tag in meinen, hier, wie heißt das, Schultern rumflauschen. Das ist so schön. Jetzt kommen wir mal zu dem Amazon Haul. Ja, dann zeige ich dir mal, was ich so auf Amazon geshoppt habe. Zum einen, das hatte ich dir ja auch schon mal geschrieben oder auch gesagt, ich glaube in meinem letzten Amazon-Haul hatte ich das angemerkt, dass ich mir dieses Produkt kaufen werde und ich habe es mir jetzt auch gekauft. Das ist Video Deluxe, das verlinke ich dir auch unten in der Infobox mal. Das ist ein Videoschneideprogramm mit einer entsprechenden Tastatur, um Schnellfunktion zu haben. Also, ich werde das in der Zukunft verwenden. Ich habe das... ja, ich habe die Reviews mir dazu durchgelesen. Unser Essen ist gerade fertig. Ich werde gleich also erstmal was essen. Genau. Damit soll man dann 1A Video schneiden können. Das Videoschnitt-Gesamtpaket. Ich bin sehr gespannt. Ich mache das ja aktuell noch mit meinem Windows Movie Maker. Aber der ist extrem langsam. Und vielleicht hilft mir das hier ja. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich damit klarkomme. Ich hoffe, dass das alles soweit funktioniert. Aber ich habe es auch schon bei anderen gesehen, dass sie damit auch arbeiten. Die Tastatur habe ich schon öfters gesehen. Und dieses ist jetzt halt irgendwie die neuere Version. Keine Ahnung. Magix Videoschnitt-Tastatur und Premium-Plugins. Wert sind 587,99 €. Ja, sowas habe ich, das habe ich nicht dafür bezahlt. 4K Ultra HD. Keine Ahnung. Ich habe dir das eben auch eingeblendet. Das ist auch unten in der Infobox verlinkt, was das genau für eins ist. Keine Ahnung. Sollte total super sein, habe ich mir geholt. Dann habe ich etwas zugeschickt bekommen. Was ich aber auch schon bei Jana gesehen habe, White Swan Beauty, die hatte sich das geholt von Velas. Das ist 100% Bio-Arganöl, 125 ml. Und da wurde ich angeschrieben, ob ich das nicht mal testen möchte. Und ja, hier bin ich. Sehr, sehr gerne. Dann hast du hier im Innenleben eine Pipette mit dabei. Also das ist so eine abgeschrägte Pipette. Ja, und hier ist die Verpackung. Und hier haben wir dann das Produkt an sich drin. Mega gut eingepackt, Leute. Das ist Bio-Arganöl und das schaut so schön aus. Alto Belli schaut das schön aus, oder? Wenn du sowas bei dir im Bad stehen hast, ne? 1A. Natürlich milder Duft für Gesicht, Haut, Haar und Nägel. Natürlich rein und kalt gepresst, reich an Vitamin E und Antioxidantien und 100% frei von Zusatzstoffen. Ich find's voll schön und das werden wir gleich auch mal zusammen testen, würde ich sagen, oder? Die sitzen in Balve. Das ist hier in Deutschland. Ich mache die Verpackung vorsichtig auf. Sieht auch so handgeklöppelt aus. Ja, hat jetzt keinen großen Eigengeruch. Und dafür hast du halt die Pipette. Aber ich werde erst was essen und dann werden wir das testen. So, jetzt hat es gerade lecker Abendbrot gegeben. Oh, nom nom nom. Reis, Sauerkraut, gehacktes. Rezept schreibe ich dir mal unten in die Infobox. Easy peasy und richtig lecker. Okay, kommen wir wieder zu dem 100%igen Arganöl von Velas. Für die Haarpflege, und das finde ich super interessant, gibst du das nicht nur in die Längen, sondern auch in die Kopfhaut. Das werden wir gleich mal testen. Als erstes mache ich jetzt meine Haare mal auf. So sieht das aus, wenn ich meinen Bommel aufmache. Meine Haare vor
dem Arganöl. Sehen halt so aus, wie sie aussehen. Ne? Ich benutze ein ordentliches Shampoo, eine ordentliche Spülung, ab und an eine Haarkur. Die sind halt sehr fisselig und elektrisiert. Das ist halt jetzt auch, weil du die trockene Luft hast und so, ne? Dann sehen die halt so aus. Ich nehme mal 5 Tropfen. So, habe ich jetzt hier in der Hand. Dann verreibe ich das in meinen Handflächen. Dadurch erwärme ich das Öl und mache das halt in dem Sinne auch so, dass es halt angewendet werden kann. Und jetzt riechst du so ein bisschen dieses Arganmäßige. Meine Längen. Arbeite das dann erstmal so ein. Und so schaut es dann jetzt mit 5 Tropfen Haaröl hier wirklich nur in den Längen aus. Sieht auch sehr schön und glänzend aus, ne? Das ist auch für mich das erste Mal, dass ich das verwende, aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Diese Fisseligkeit ist halt weg, das Elektrisierte. Und sie fühlen sich auch wirklich schön gepflegt gerade an, das muss ich auch sagen, ne? Ich habe ja noch die Reste von dem, was ich quasi noch auf meinen Händen drauf habe, von eben. Deswegen, ne, wir übertreiben mal nicht. Arbeite ich das so in meine Hände ein, schön erwärmen. Das stand ja auch in die gewaschenen Haare, ne? Das heißt, es soll man tatsächlich nach dem Haarewaschen verwenden. Ich meine, es ist Öl, es wird fettig aussehen. Alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, nee. Na, ich weiß nicht. Was meinst du? Was meint ihr? Ich glaube, das würde ich an einem Tag machen, wo ich zum Beispiel nur hier zu Hause bin. Weißt du, da so am Wochenende oder so. Das würde ich jetzt nicht ganz normal im Alltag verwenden. Das wäre mir allein vom Gefühl her, ne? Ich habe mir da gerade Öl reinmassiert. Sieht jetzt nicht irgendwie sonderlich ultrasträhnig aus oder so. Es glänzt halt echt schön, aber hier an den Seiten, da sehe ich das schon. Das sieht dann schon ein bisschen, ne, strähnig aus. Aber es fühlt sich ziemlich gut an. Also, das muss ich wirklich sagen. Und jetzt gerade im Winter habe ich ja so gestresste Kopfhaut durchs Pille absetzen sowieso. Aber im Winter wird es halt noch extremer, dass ich halt richtig sehr trockene Stellen auf der Kopfhaut habe. Teilweise auch so Pickel und so ein Kram alle, ne? Also ich denke schon, dass mir da das Öl sehr gut helfen wird. Ich finde, dass das gerade voll den Glanz reinmacht. Jetzt vor allem hier so in die Längen, ne? Das gefällt mir richtig gut. Ja, ich muss mich dann noch tatsächlich selbst ein bisschen rantesten. Aber ich finde, meine Haare fühlen sich gerade richtig gut an. Jetzt haben wir das Arganöl, was wir halt auch für die Hände verwenden können. Und für die, also für die Hände mache ich das ja quasi gerade die ganze Zeit. Aber auch für den Körper. Und da mache ich mir jetzt mal 3 Tropfen auf meine Handinnenflächen, verreibe es richtig derbe, dass es richtig warm wird, das wird auch richtig warm. Und dann gehe ich damit mal über meine Haut. Ich würde auch nicht allzu viel verwenden, weil dann hast du ja schnell dieses Gefühl, dass du so fettig bist, ne? Das ist schön. Das fühlt sich auch gut an. Ich kann mir das hier auch sehr gut vorstellen, an meinen Ellenbogen. Da bin ich immer sehr, sehr trocken unterwegs, habe da sehr trockene Stellen. Sieht man auch richtig, ne? Furchtbar. Fühlt sich gut an. Und das hat jetzt auch nicht irgendwie diesen extrem öligen Film. Das glänzt auch schön. Das kann ich mir echt gut jetzt vorstellen, so als Hübschmacher, sage ich mal. Auch wenn du so deine Beine schön haben möchtest im Sommer oder im Frühling oder so, kannst du dir das auch einfach so drauf machen. Was habe ich hier? Ich blute hier. Oh. Nee, aber fühlt sich super gut an. Ob ich das jetzt wirklich als Bodylotion-Ersatz nehmen würde, ich denke, dass ich das eher nehmen würde, wenn ich morgens so aus dem Haus gehe, weil das halt auch so schnell geht, ne? Da musst du nicht so viel cremen und so weiter. Doch, das finde ich ganz cool. Man sollte immer dran denken, wenn man das nicht wirklich täglich verwendet, dass man diese Pipette auch immer wieder mit so reinem Alkohol oder so sauber macht. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Kosmetiktuch, weil die Verpackung ist wunderschön. Das einzige Problem, was ich halt bei dieser Verpackung tatsächlich sehe, ist, dass du nicht in diesem Kopf eine Pipette eingearbeitet hast. Und das ist ein bisschen schade. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall noch weiter verwenden, noch weiter testen und spätestens im Aufgebraucht-Video, wenn es leer ist, werde ich eine Review dazu geben. Vielen Dank an Velas, dass ihr mir dieses coole Produkt zugeschickt habt. Ich glaube, das wird eine gute Geschichte werden. Ich glaube, ich werde damit meine Haare auch wieder so ein bisschen mehr weg von diesem Fizzeligen kriegen. Das ist sehr, sehr geil. So, ein bisschen was habe ich noch. Erstmal habe ich für Sammy hier was geholt und zwar ist das von Lifelong einfach so Nassfutter für ihn. Er ist halt, ja,
Sammy ist halt ein verwöhntes kleines Hundilein, ne? Ich mache abends ins Trockenfutter immer so ein Tütchen von diesem Nassfutter mit rein. Er liebt es wirklich sehr. Ja, und das ist eigentlich auch das, was er am besten so annimmt von den ganzen Nassfuttern, die es so gibt. Ja, tatsächlich, ne? Das mag er tatsächlich auch noch lieber als manch eine Dose. Und das sind halt unterschiedlich. Da hast du Rind und Huhn in Soße, Geflügel und Lamm in Soße, Rind und Gemüse in Soße, Rind und Huhn in Soße, Geflügel und Lamm in Soße, also ein Kram. Hast du da auf jeden Fall unterschiedliche Tütchen mit drin, der mag das sehr gerne. So, und als letztes habe ich mir so ein paar Lifesaver, Life Changer bestellt. Apfelpöttchen kann man auch dazu sagen. Also das hier ist ein Produkt, das habe ich ja schon öfters mal verlinkt, gezeigt, wie auch immer. Das benutze ich zum Beispiel für mein Wimpernserum. Da mache ich hier mein Wimpernserum rein und dann machst du hier oben noch diesen Stopper mit rein, das mache ich jetzt nicht. Und dann kannst du hier einfach mit diesem Mascara-Bürstchen rein und dir dann das Rizinusöl wie eine Mascara auftragen und dann auch in die Augenbrauen geben. Das regt eben das Wachstum an und macht das Ganze halt irgendwie gepflegter und hindert halt die Haare daran abzubrechen. Deswegen richtig geiles Produkt, verlinke ich dir. Boah, ich bin gerade voll aus der Puste. Ich habe hier so, mir ist so gerade so warm. Hier ist gerade so warm in diesem Raum durch die ganzen Kerzen und keine Ahnung, ich will auch nicht wissen, wie warm das hier gerade drin ist. Ja, ich muss hier gleich unbedingt mal das Fenster aufmachen. Genau. Und dazu wird geliefert auch immer, werden so kleine Trichter auch geliefert. Da kannst du nur das Produkt reinmachen. Also je nachdem, was du da reinmachen willst. Ich mache, wie gesagt, mein Rizinusöl da rein. Aber du kannst da auch alles Mögliche, was du halt in so solchen Pöttchen abfüllen möchtest, reinmachen. Dann habe ich mir bestellt solche Tübchen. Weil mich manchmal tierisch nervt, wenn ich ein Produkt habe, was halt irgendwie in so einem Pott ist, wo ich mit dem Finger immer rein muss. Gerade jetzt durch die ganzen Adventskalender habe ich einige Pöttchen, wo ich es einfach furchtbar finde, mit dem Finger rein zu müssen. Genau, und da hast du hier einfach so einen Applikator vorne dran. Das sieht aus wie so ein, kann ich gerade nicht abmachen, weil ich ölige Finger habe. Aber den kann man halt abmachen. Oder doch, kann ich das? Ja. Wo ist er hin? So, genau. Genau, so ein Tübchenauslauf ist es quasi wie bei so einem Lipgloss oder beim Lippenpflegestift, würde ich mal so sagen. Und genau, das kannst du dann einfach befüllen und hast es dann einfach direkt in der Tube. Dann habe ich mir aber auch solche Pöttchen bestellt, weil ich teilweise, wenn ich so Pröbchen verschicke, zum Beispiel kriege ich die liebe Jana White Swan Beauty von mir eine Foundation-Probe, dass sie sich da mal durchtesten kann. Oder wenn man irgendwie auf Reisen ist, unterwegs ist und irgendwie einfach mal sowas mitnehmen möchte, einfach so ein kleines Döschen, wo du dann was abfüllen kannst und wo man dann quasi so mit einem Pinsel reingehen könnte, für Foundation zum Beispiel. Und das ist halt hier so ein ganz kleines Pöttchen mit so einem Deckelchen. Und da habe ich auch ganz viele von bestellt. Die gibt es halt in Riesensets immer, ne? Habe ich dann auch jetzt hinter mir in so Schubladenkästchen. Und ja, das fand ich auch ganz praktisch. Und was ein absoluter Life-Changer für mich war, ist diese Entdeckung. Ja, man kann solche Viecher kaufen, das wusste ich nicht. Vor allem kannst du dieses Ding in so viele verschiedene Sachen machen. Ich habe zum Beispiel in diversen Adventskalendern so 50 Milliliter Produktchen drin gehabt von Bodylotion, von Duschgel, von Make-up-Entferner, von allem Furz und Feuerstein, wo ich echt gedacht habe, boah, ganz im Ernst, wie soll ich das da rauskriegen? Diese Verpackung, die kannst du nicht so drücken, du kriegst das Produkt nicht raus. Du musst es ständig über Kopf stellen, dann kriegst du es aber doch nicht raus, weil halt hier auch so ein Rand quasi ist, ne? Ich kriege es einfach nicht raus. So, dann kann ich entweder das Produkt dann zukünftig in diese Flasche füllen. Da habe ich halt auch ein paar von in dem Set gehabt, ne? Und dann halt mit diesem Aufsatz das machen oder diesen Aufsatz tatsächlich direkt auf das Produkt draufstecken. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei einer Yves Rocher Body Lotion gemacht, weil das 1A passt. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich habe ja die Estee Lauder Double Wear Foundation, wo ich keinen Pumper habe. Vielleicht passt das Ding ja. Wäre das nicht unfassbar lebensverändernd? Also, ich habe so gefeiert, als ich das gesehen habe. Ich habe eigentlich nur nach diesen Dingern gesucht und habe mir dann das hier gekauft. Das hier und das hier. Manchmal hat man das, ne? Wenn man auf Amazon so ein bisschen surft, dann wird nämlich unten angezeigt, andere Kunden kauften auch. Bin ich voll das Opfer von. Ja, genau. Also, das ist absolut mein lebensveränderndstes Produkt im Januar, würde ich fast schon sagen. Es ist der Wahnsinn und es erfreut mich voll. Und ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich schon mein Amazon-Haul und Chiquelle.
Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!